Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Factory 3. Kaum zu glauben, es geht auch mit Sky Factory 3 weiter. Natürlich geht es mit Sky Factory 3 weiter. Nur ich war in letzter Zeit ein bisschen im Stress, muss ich zugeben. Und ich habe hier einiges umgebaut. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen Wege angelegt. Wir können aber ein bisschen schneller gehen. Das sieht eigentlich alles schon viel besser aus. Mit dem Boden und dem Boden bin ich noch nie so ganz glücklich, aber egal. Da kommen wir gleich noch dazu, da habe ich ein bisschen gebaut und dann fangen wir mal hier an bei den kleinen Umbauarbeiten. Ne? Wie gesagt, der Weg hier geht da hinten ein bisschen weiter. Ja, der geht bis ganz hinten. Dann habe ich hier irgendwo noch Slime Sapling bekommen. So ein höchst interessanten Magma Slime Sapling, aber okay. Ich wollte mal sehen, was damit ist. So richtig wichtig war es auch nicht. Die Farm ist gewandert von hier, was mir für den Weg im Weg war. Für den Weg im Weg war. Ja, ist so richtig so. Und ist weiter nach hinten gewandert. Ansonsten fast der gleiche Aufbau. Da blinkt schon ein bisschen was. Da komme ich gleich noch dazu. Und ich habe mich hier ein bisschen angetan und habe noch ein paar Essenz-Seeds gemacht. Die Essence hatten wir, Fire, Water, Wood, Nature, Dirt und Stone. Das hatten wir alles. Inferium, den hatten wir auch. Obsidian, Redstone, Nether Quartz, Iron, Coal, Nether. Mystical Flower, Glowstone, glaube ich, hatten wir alle schon. Diamond, Lapis, Gold, Inferium. Hatten wir ja zwei, genau. Dann habe ich noch, nachdem die Monsterfarm so gut funktioniert hatte, Zombie, Skelett, Sheep, Cow, Pig, Chicken, Slime, Wither Skeleton, Enderman und Blaze Essence, Spider Essence und Creeper Essence, ne, dass wir so halbwegs vollständig sind. Irgendwas hatte mir noch gefehlt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendeine Essenz, keine Ahnung, egal. Dann haben wir noch Aluminium, Kupfer, Silber, Lead, Nickel, Yellorium und Quartz Enriched Iron, weil das haben wir ja jetzt ein bisschen in letzter Zeit häufiger gebraucht, deswegen habe ich da eine Essenz-Seeds gemacht. Draconium hat mir ja ein bisschen bekommen, da habe ich gleich noch ein Seed draus gemacht und Stahl. So, Stahl ist der erste Punkt. Die Steel Essence. Nein, Steel Seed war es, glaube ich, ne? Genau. Steel Seeds hier. Moment. Das Update hat irgendwas nochmal durcheinander gebracht, egal. So, Steel Seeds. So, es gibt hier verschiedene Stilarten und jetzt schauen wir einfach mal Immersive Engineering und Extreme Reactors. Und irgendeiner von beiden war ganz einfach herzustellen. Hier im Alloy-Smelter Iron Ingot und Kohlepulver ergibt Steel Ingots. Einfacher kann man es echt nicht herstellen. Tut mir leid, einfacher geht's nicht. Man spart sich den Blast-Furnace, den Arc-Furnace und den ganzen anderen Müll, den man da machen könnte. Weg damit, braucht man nicht. Geht anders, ne? Und mit denen habe ich dann quasi und den Superium und dem Tier 4 Crafting Seed habe ich dann ein Steel Seed gemacht. Bei dem Draconium war es vom Prinzip her genau das gleiche. Und so kommen jetzt dann hier wunderbar einiges an Essenzen zusammen. Wie gesagt, zu dem Flacke-Effekt komme ich gleich. Ja, jetzt haben wir hier Quartz Enriched Iron und Steel Essenz. Jede Menge davon. Ich habe ein bisschen Problem nach dem Update mit den Storage Drawern gehabt. Und ich glaube, den habe ich immer noch. Ich muss immer ein bisschen Obacht geben, was in den Drawern drin ist. Manchmal werden mir negative Werte angezeigt. Wenn ich da 1, 2, 3 Items rausnehme, stimmt es dann wieder. Ist ein bisschen merkwürdig. Kann ich mir nicht erklären. Ich glaube, bei dem Update war auch ein Update von Storage Drawers dabei. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, das zumindest alles rauszuziehen und wieder reinzupumpen. Nee. Was ich auch vorerst abgeschaltet habe, ist das hier. Wir haben hier 416 Stacks an Dirt und wir haben hier diese Dirt-Essenzen, 104 Stacks. Ich glaube, wir müssen kein Dirt mehr herstellen. Nein, ich glaube nicht, dass wir Dirt herstellen müssen. Vorteil bei der Aktion war, ich konnte hier alles mit Dirt auskleiden. Wunderbare Geschichte, super. So, kommen wir mal zu Punkt 2. Ich habe meine Monsterfarm noch ein bisschen rumgeschraubt. Ja, ich habe rumgeschraubt. Und zwar... was da drin ist, ist das gleiche. Ja? Also das sind immer noch die Solium-Deckers, die wir bald ersetzen müssen. Aber da müssen wir sogar schon ersetzen. Und die Kiste ziehen quasi. Die Advanced Item Collectors ziehen das Zeug rein, pumpen es hier rein.
Okay. Und würde das dann hier in die Drawer rein sortieren. So. Warum nimmt er die Enderman? Irgendwo. Habe ich keine Enderman Essenzen irgendwo nicht drin? Egal. Gut. Pumpen das alles rein. Die sind verbunden über solche Oak-Trims, ja, dass die auch zusammenhängen. Ja, ist ja gut. Warte mal, machen wir mal so. Packen wir nochmal drei Stück rein und dann noch eins und dann müssen wir das nochmal durchmachen. Aber ist auch nicht so schlimm. Im Moment haben wir eigentlich genug davon. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig Chunks brauchen in nächster Zeit. Nein, glaube ich nicht. Außerdem können wir die dann irgendwann mal abschalten, ist auch völlig egal. So, was ich hier gemacht habe, ist unter anderem ein Teil davon wandert hier in den sogenannten Wood Recycler rein. Seht ihr schon, ne, was ich alles hier mir automatisch aussortiere? Ich könnte noch ein paar andere Sachen aussortieren. Ist aber eigentlich auch völlig Banane, weil wir das Zeug nicht unbedingt wirklich dringend brauchen. Aber wir haben hier noch ein bisschen Material herumliegen, falls wir es brauchen. Das einzig Interessante waren die Enderpearls, aber durch die Essenz-Seeds vom Enderman ist es eigentlich mittlerweile auch wurscht. So, und dann die Lootbags lasse ich in den Bag-Opener hier reingehen. Ist natürlich jetzt gerade aktuell keiner da, war klar. Okay, ist auch wurscht. Die wandern quasi da rein, werden geöffnet und das Ergebnis wandert hier in die Kiste rein. So, und wie man sieht, die Kiste ist schon extrem voll, die Medium Storage. Wie gesagt, ich glaube, ich würde das Ding abschalten, weil das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Zu viel Material. Braucht kein Mensch das ganze Zeugs hier. Zumindest nicht alles. Manches davon ist zumindest interessant. Und jetzt schaue ich gerade, ob ich das hier irgendwo finde. Hier zum Beispiel Prismarine. Das werden wir nämlich gleich brauchen. Und die Shards und die Crystals. Die nehmen wir uns mal raus. Ja, und ach komm, das lassen wir drin. Pfeift drauf. Egal. Die könnten wir vielleicht nochmal einsortieren. So. Haben wir da noch mehr davon rumliegen? Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, also das meiste davon ist nicht unbedingt besonders wichtig. Kann man die Black Quartz Swords und das Zeugs vielleicht da hinten reinknallen? So, nehmen wir die raus. Haben wir hier ein bisschen Platz. So, kann man dich da vielleicht da hinten reinknallen? Ja, das geht. Wunderbar. Dann haben wir davon wieder gleich mal ein bisschen Platz geschaffen. Reicht noch nicht ganz. Ach, ist hier noch was? Das dürfen wir noch gleich haben. Dann haben wir wieder ein Loopback. Schauen wir mal. Das Zeugs mal oben rein. Dann kann man das vielleicht ein bisschen leichter sortieren. Ledertunikas. Das ist eigentlich. Komm, scheiß drauf. Die da. Das da können wir auf jeden Fall wegschmeißen. Das da vielleicht. Das da vielleicht. Das da vielleicht. Karotten. Ach komm, Karotten lassen wir mal da. Sind wir doch gar nicht so. Leder, Minikohl, Äpfel, Chirkinator, Lederboots, Flaggen. Schauen wir mal, ob wir das Zeug noch da reinknallen können. Ich mache mal Folgendes. Hallo? Hast du das davon jetzt abgesehen? Ja, hast du. Danke fürs Gespräch. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das Ding voll kriegen. Ja, geht, 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 geht. Geht nicht, geht nicht. Geht, 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 geht. Geht. Ha, super. Jetzt haben wir hier einen Lootbag, der hier drin ist. Den Lootbag kann man hier rausnehmen und kann ihn da hinten reinwerfen. So. Okay. So, und jetzt machen wir den hier weg. Wir machen das mal händisch. Ne? Machen wir es mal händisch, dann seht ihr auch. So. Wenn man den dann hier reinpackt, wie gesagt, das kommt automatisch. Packen wir oben rein und dann werden die hier ausgepackt. Cooldown läuft ab. Und dann wandert das Ergebnis quasi da hinten rein. Na, mehr ist es eigentlich gar nicht. So, haben wir da noch irgendwas Interessantes? Magnetic Alloys, Sugar nicht unbedingt. Silikon können wir mal mitnehmen. Ja, das sind noch ein paar Sachen von Tinker's Construct vielleicht noch interessant, aber wie gesagt, super interessant ist nichts davon eigentlich. Nether Quartz, Redstone, Electrical Steel Bricks. Ach, pff.
lassen wir es. Ist egal. So, ich packe das wieder rein. Man könnte hier auch einen Compacting Drawer hinsetzen. Nur, ganz ehrlich gesagt, das, was dabei rauskommt, naja, ist okay. Ist okay. Warum sind immer diese komischen Null-Chunks drin? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Also wenn ich die aussortiere, dann sind sie weg oder sind sie da? Naja, merkwürdig. Wie gesagt, ich glaube, ich werde es demnächst abschalten, weil brauchen tun wir es nicht mehr. Das Hühnchen hier legt noch fröhlich Eier. Ansonsten hat sich an der Stelle nichts getan. Da hinten hat sich eigentlich nur an einer Stelle... Hat sich da was getan? Ja, da hat sich einiges getan. Haha, einiges. Block of Gold, das passt jetzt wieder. Da hatte ich nämlich auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hatte hier nämlich irgendwie plötzlich einen Drawer nicht gelockt. Und dadurch ist mir dieses Goldteil immer ausgesetzt worden. Mal schauen, ob das jetzt wieder passt. Das dürfte leer sein, jawohl. Und ihr solltet auch leer sein. Jawohl, das passt wieder. Gut, passt. Ansonsten, das System ist das gleiche geblieben. Da kommen wir gleich dazu. Wir hatten bisher einen Gargantuan Flux Storage. Und ich habe mir gedacht, ich mache nochmal 6 Stück davon und mache daraus einen Herkulien Flux Storage. Jetzt haben wir 140 Millionen RF im Puffer. Das sollte auch mal für eine Zeit lang reichen. So, den Modular Tank und so weiter, das ist ja alles das gleiche geblieben. Ja, genau. Und ich habe hier noch jetzt, anstatt hier dem Compacting Drawer, den ich hier stehen hatte, für die Compressed Blöcke habe ich jetzt ein Quantum Storage Unit hingesetzt, weil wir haben ja auch noch ein Achievement auf dem Filler Quantum Storage Unit mit irgendwas. Das kann wohl noch ein bisschen dauern, aber ist egal. So, dann wollte ich, genau, ich wollte mit euch zusammen die Lava-Produktion noch mal ein bisschen aufpimpen. Wieso wollte ich die mit euch aufpimpen? Also ganz einfacher Grund, weil wir es können. Jetzt nämlich. So, unsere Diamant-Chest mittlerweile ist ziemlich gut gefüllt und wir schnappen uns hier mal ein bisschen Uranium. Gehen zur Segmel, packen mal das Uranium-Ohr da rein. Lassen uns daraus Uranium Grid machen. Wir verdoppeln quasi jetzt erstmal unsere Geschichte. Komm, pfeif drauf, machen wir alle. So, das reicht fürs erste Mal. So, und das können wir jetzt hier. Ah, da war noch Steel Ingots drin. Danke. Ja, okay. Ist okay. So, all is melting. Passt. Dann machen wir mal bitte Uran draus. Wir brauchen in Summe 18 Stück, weil wir 2 Uranblöcke draus machen wollen. Gut, das reicht uns schon. Dann gehen wir hier an unser Crafting Grid. So. Das war auch ein Versuch, wo ich noch nicht so genau weiß, was man dafür machen kann. So, und daraus machen wir uns jetzt 2 Blöcke von Uran. Und dann brauchen wir noch einen Bucket und eine Axt haben wir da. Die lassen wir jetzt nochmal im Inventar. So, dann gehen wir nochmal zu unserer Lava-Produktion da hinten. So, weil wir haben ja eigentlich schon hier eine gute Flüssigkeit drunter. Und sehen, wir haben eine 8-fach-Geschwindigkeit. Machen wir mal so. Dann stehe ich vielleicht nicht gleich im Feuerwasser. Gut. Gleich aufsammeln. Gut. Okay. Ich nehme gleich mal mit. So, und jetzt packen wir mal da einen Block of Uranium drunter. Und wir sehen hier, 8-fach war es bisher. Jetzt sind wir bei 20-fach. 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 Okay. Ja. So, und das gleiche machen wir. Habe ich noch einen Eimer? Nein, ich habe keinen Eimer. Okay. Nein, falsch rum. So, dann können wir. Holen wir uns nochmal einen Eimer. Noch ein Bucket. Haben wir noch welche da? Wunderbar. So. Firewater. Können wir gleich mal dazulegen. Nein, so rum. Die Hühnchen werden auch noch umziehen. Da werden wir auch noch dafür sorgen. Weil da haben wir auch noch ein paar Quests bzw. Achievements dazu offen.
So. Dann nehmen wir uns. Ach komm, nehmen wir Gravel, ist wurscht. Dann fließt uns das Zeug nicht so ganz in der Gegend rum. In den Eimer rein, einen Block of Uran hin und den hier weg. Und dann haben wir hier auch 20-fach Lava. Also 20, Rate von 20. Ist doch super, oder? Rate von 20 ist, klingt echt super. Laut dem, was ich gesehen habe, gibt es aktuell nichts Besseres. Falls doch, schreibt es mir doch bitte runter in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, hier nochmal zu pimpen. Wobei wir es eigentlich hier für den Teil nicht brauchen. Aber wir könnten, wenn wir wollten, ne? Weil das Ding ist permanent voll. Wir können mal den Lava-Generator MK2 vielleicht draus machen. Ja, und der Lava-Modular-Tank ist auch voll. Also von daher, wir können ja mal gucken. Lava-Generator MK2. Wäre fast eine interessante Aufgabe. MK2. Vibrant Crystal. Klingt alles nach einer überschaubaren Aufgabe. Copper Ingots, Machine Frame. Eigentlich sollte das auch kein Problem darstellen, oder? Eigentlich. Wollen wir das mal machen? Warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Ja. Was ihr hier übrigens noch seht, frei. Und ihr habt übrigens überall etwas gesehen. Alle so Pseudokisten, die hier irgendwo rumstanden, sind weg. Jawohl. Ach ja, ich komme gleich nochmal zu den Lava-Generatoren. Hier habe ich noch eine Sache gemacht, und zwar eine Ender-Chest mit einer passenden Ender-Pouch dazu. Vorteil dabei ist, egal wo ich mich gerade befinde, rechte Maustaste, und dann packen wir das einfach alles ins System rein und weg ist es. Tschück, tschück. Und es wird irgendwo ins System importiert. Auf der Platte haben wir noch Platz frei. No, das ist auch eine super Geschichte. Was ich noch vergessen hatte, war folgendes. Und zwar, genau hier. Ich weiß nicht, habe ich es erzählt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Storage-Busse, die da drunter sind, die sollte man mit einer sehr hohen Priorität versehen. Und gleichzeitig bitte auch noch die Storage-Drawer locken. Also quasi das da oben hier, ne? Dieses Lock-Symbol. Weil sonst hätte man nämlich ein kleines Problem. Dass er dann diese freien Slots hier irgendwo noch vollfüllt. Ja? Auch da hinten habe ich jetzt das Zeugs, was hier rauskam, leite ich gleich um wieder zurück hier rein und dann landet das hier oben. Wir haben jetzt mittlerweile 78 Stacks an Netherquarz und das läuft einfach so nebenbei. Und wir haben 10 Ender Pearl Powder Stacks, aus denen wir noch Ender Pearls machen können. Okay, ist okay. So, aber jetzt nochmal back to topic. Wir gehen jetzt noch mal hier hin. Das können wir weg machen und dann müssen wir uns hiervon noch 7 Stück bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann brauchen wir Electrum Plates. Wir haben gar kein Electrum da. Okay. Electrum Plate. Mit dem Hammer. Die Metal Brass haben wir nicht. Casten können wir es theoretisch auch, aber wir haben gerade momentan keine Schmelze da. Die Metal Brass machen wir es mal. Machen wir es jetzt mit dem Engineering's Hammer, oder? Haben wir sowas vielleicht zufälligerweise da, bevor wir es uns craften? Jo, haben wir einen da. Dann brauchen wir das nicht. Gut, wir brauchten dafür Elektrum. Und Elektrum wird hergestellt entweder aus Essenzen, was wir nicht haben, oder wir machen das mit Gold und Silber. Okay, machen wir es mit Gold und Silber. Gold. Da brauchen wir nicht geizen. Und Silber. Auch da brauchen wir nicht geizen. So. Dann packen wir das in unsere wunderschöne Alloy-Smelter. Ich will jetzt Alloys only. Silber und Gold. Jawohl, läuft. Sehr schön. Wie viel brauchen wir davon? Kupfer brauchen wir noch, aber das ist egal. Das haben wir auch noch da. 4 Platten pro Generator mal 7 sind 28. Ja, 28. Haben wir schon. Gut. Lassen wir mal durchlaufen. Können wir dann ins System reinknallen. Weg ist weg. So, dann stellen wir uns mal die Dinger her. Eins. Oh. Okay. So.
27 bitte nur noch. So, jawohl. Und dann sollten wir doch die eigentlich schon basteln können, oder? Eins. Sieben. Jawohl. So, dann bauen wir die da hinten noch schnell ab, die zwei. Ich weiß, wir brauchen den Strom da hinten nicht, aber dann sieht es wieder übersichtlich aus und eine Maschine weniger. So, schön sauber mit der Ranch hier drinnen. Gut. Achso, wir mussten uns ja noch eine Sache basteln. Naja, gut, das haben wir auch gleich. So. Und dann hier und dann hier. Haben wir nicht. Haben wir kein Vibrant Alloy da? Das könnten aber theoretisch... Ach komm, basteln wir uns eins. Vibrant Alloy. So schlimm war das auch nicht. So. Das wird hergestellt im Alloy Smelter aus einer Ender Pearl und Energetic Alloy. Oh, das Energetic Alloy. Nein, haben wir nicht da drin. Ender Pearl. Da haben wir ein paar davon da. So. Und das Energetic Alloy wird hergestellt aus Glowstone, Gold, Redstone. Glowstone. Gold. Und Redstone. Also wie ihr seht, das ist jetzt hier alles nicht mehr so ganz das Problem mit Material. Und das ist ja das Schöne eigentlich auch an diesem Modpack, ne? Also, muss man ganz klar sagen. So, raus mit euch. Das, das. Gold. Und das ergibt unseren Vibrant. Genau. So, das Vibrant können wir gleich mal zerlegen. So, und dann können wir uns auch den Crystal machen und dann können wir auch den Rest noch machen. So, das und das ergibt das. Jawohl. Und habe ich jetzt einen übrig? Habe ich jetzt 9? No. Mann, ein zu viel. Ich sehe schon wieder die bösen Kommentare von mir, aber ist egal. Dann bin ich zum Leben. So. Okay, und jetzt wird es natürlich interessant. Kommt das alles mit der Generation hinterher? Ich sage ja. So, und wie viel produzierst du? 640 RF. Das Teil kann 640 RF. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, er kommt ganz gut hinterher. Und im Moment füllt er quasi seinen internen Puffer. Lass man den mal füllen. Achso, das sind 2 Millionen Capacity. Das kann im Moment dauern. Aber ist auch nicht so schlimm. So viel Energie braucht man hier gar nicht. Das weiß ich selber. Aber wir haben es jetzt erstmal. Und wir haben eine Maschine weniger. Das ist immer schön. Eine Maschine weniger ist gut. Ja, und die Lava wird jetzt hier 2460, 2480 zu. Das hält sich ganz gut im Rahmen. Ich glaube, wir kommen mit der 20-fach-Rate sehr gut hin. Okay, wir haben jetzt hier eine zusätzliche Energiequelle mit 640 RF. Ist in Ordnung. Wir hatten nämlich hier auch zwischenzeitlich schon mal Schwierigkeiten mit dem Strom. Den können wir natürlich jetzt hier wahrscheinlich abklemmen, bitte. Ja, dann läuft das nämlich wieder selbstständig. Sehr schön. Jawohl. Und du bist auch voll. Sehr gut. Hier irgendwas ist zwischenzeitlich vollgeladen. Nein, nein. Brav. Brav. Sehr brav. Gut. Sehr schön. Ja, der ist ja schon fast zur Hälfte voll. Ja, ist auch super. Läuft. Wie ein Länderspiel. Ich weiß. So. Das war's fürs Erste. Auf den einen Punkt mit der Farm werde ich dann gleich noch eingehen. Aber das natürlich erst in der nächsten Folge. Denn für die Folge haben wir es schon wieder geschafft. Ihr seht schon, ich habe ziemlich viel umgebaut und es war ziemlich viel Arbeit und deswegen auch lange Zeit keine neuen Folgen. Und dann war noch mein persönliches Problem Zeit, das Übliche. Ne? Ihr kennt das aber mit Sicherheit auch.
In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüssi.